Herzlich willkommen beim 13. Video zur Videoreihe Scratch Kara Aufgabenstellungen. Wir betrachten uns hier wieder mal den Aufenthaltsort von Kara. Hier ist Kara. Und hier haben wir Baumstümpfe und diese Baumstümpfe bilden dann hier einen Tunnel. Der Tunnel wird hier ja so definiert, dass wenn auf beiden Seiten von Kara aus gesehen links und rechts sich eben dann hier Kara dann befindet, also Kara dann hier ist, dann handelt es sich um einen Tunnel und hier würde dann der Tunnel dann zum Beispiel aufhören. Kara soll jetzt bis zum Tunneleingang laufen und dann stehen bleiben. Und man soll eine eigene Funktion machen, also aus dem Bereich Pulschen ausdrücken, etwas, damit Kara dann erkennen kann, ob es sich beim Tunneleingang befindet. Und man soll eben Pulschen-Ausdrücke verwenden aus dem Bereich der Steuerung und eben eine eigene Funktion dann letztlich dann erzeugen. Jetzt schauen wir uns die Kara an. Hier würde er loslaufen. Kara läuft los und bleibt dann hier dementsprechend stehen. Und das Programm dazu. Hier wieder die Main-Prozedur, while not Tunneleingang, das heißt hier ist ein grüner Ausdruck, hier dieser Pulscher-Ausdruck Tunneleingang, der von vornherein nicht dabei ist, sondern den ich mir selber programmiert habe. Und wenn das eben zu lange nicht beim Tunneleingang ging, soll er eben an seinen Schritt gehen, ist hier dieses Move. Und hier ist dann diese Methode. Und ich schaue dann so aus, lässt sich, dass ein If-Else-Block dann hier ist, if tree left and tree right, also wenn sich links und rechts dann hier ein Baum befindet, dann soll er rückgegeben werden als Wahrheitswert dann true. Zur Erinnerung hier bei den Anweisungen haben wir hier diese Return-Anweisung, den man dann am pulschen Ausdruck dann übergeben kann. Und er wird eben dann der Wahrheitswert true übergeben. Wenn sie nicht der Fall ist, dass sich links und rechts ein Baum befindet, dann soll false zurückgegeben werden. Und nach jedem Schritt mit dieser While-Anwendung wird eben immer wieder dann diese Methode dann aufgerufen, wird überprüft, ob eben beim Tunneleingang ist und wenn sie nicht der Fall ist, hört diese Weilanwendung auf und wenn es aber noch nicht der Fall ist, dass ein Tunneleingang ist, dann macht eben diesen Schritt dann letztlich.